Ja, das ist zum Schluss schon eingerissen. Also wenn Sie zu Hause, wir denken den Prozess mal weiter, dass das, was uns vorgeworfen wird, dass die Aussicht, dass mit der Bargeldeinschränkung schrittweise in welchem Zeitablauf auch immer de facto eine Bargeldabschaffung resultiert, dass es diesen Prozess gar nicht gibt. Das ist ja die Kritik, die an uns geübt wird, wenn wir über Bargeldabschaffung bzw. über die Bargeldeinschränkung als Teil einer Bargeldabschaffung reden. Aber eins ist klar, wenn Sie immer weniger mit Bargeld bezahlen dürfen, dann wird das passieren, was wir in Schweden eben sehen, dann wird das Bargeldvolumen natürlich parallel damit zurückgehen und dann wird automatisch mehr, relativ gesehen, Geld auf Bankkonten gelagert werden. Und dann ist natürlich der Zugriff, also wenn Ihr Bank, Ihr Geld komplett bei der Bank geht und es Negativzinsen gibt, die wir ja schon haben, die Sie noch nicht spüren, de facto haben wir aber auch Geldverlust auf der Bank, spätestens in dem Zeitpunkt, seitdem die Inflation höher ist als die Zinsen, die Sie auf Ihr Geld bei der Bank bekommen können. Dann haben Sie einen realen Geldverlust, indem Sie Ihr Geld bei der Bank liegen haben. Das ist ganz klar, das kann man halt leicht rechnen. Das fällt uns noch nicht auf, weil wir darüber jeden Tag nachdenken. Und natürlich gilt gleiches auch für Renten und Versicherungen. Also ich meine, dass eine Lebensversicherung schon lange keine vernünftige Kapitalanlage mehr ist und dass nur die noch frohlocken, die Altverträge haben, und all die, die junge Verträge haben, gut beraten sind, sich zu überlegen, ob sie diese nicht auflösen, weil sie vermutlich so nichts mehr rausbekommen werden. Das ist auch eine Diskussion, die nicht neu ist. Die hat die AfD angestoßen, die hat sie begleitet, seitdem wir über das Thema Euro und das Thema Geld insgesamt reden. Also ja, neben der Frage der Freiheit ist das Thema Zugriff des Staates über Gesetze, über bereits geänderte Regelungen für gläserne Konten, die seit einigen Jahren erwarten, eine reale Perspektive. Sie können auch sagen, eine reale Bedrohung. Es geht uns nicht darum, irgendjemandem Angst zu machen. Das wird uns ja so gern mal eingestellt. Der Punkt ist nur, man muss ja mal realistisch über das nachdenken, was andere bereits gedacht haben. Und wenn sich sogar Markus Söder hinstellt, der gleich von der CSU mit der gleichen Argumentation wie wir und sagt, Bargeldeinschränkung ist der erste Schritt zur Bargeldabschaffung, dann scheint er eben auch ein AfD-Exot innerhalb der CSU zu sein und damit in der falschen Partei. Da ist er ja nicht der Einzige, wie wir wissen. Ich habe auch vorne weniger Mut als wir. Es gibt eben auch relevante Verfassungsrechtler. Ich habe das vorhin kurz erwähnt, Papier, der sich mit Papier schreibt, aber Papier hält. Der hat ganz klar gesagt, dass eine Bargeldeinschränkung seiner Ansicht nach verfassungswidrig sei. Es gibt also auch durchaus auf Europaebene rechtliche Bedenken, die Bargeldeinschränkungen betreffen. Und wenn dann darauf Politiker antworten, das kann ja alles nicht sein, dass es nicht rechtens ist, weil es sonst andere EU-Staaten nicht gemacht hätten. Meine Damen und Herren, hätte es auch keinen Bruch von Lissabon- und Maastricht-Verträgen geben dürfen. Also dass nur das getan wird, was gesetzlich erlaubt ist, gerade von Regierungen, ob der Deutschen oder anderen, das ist nur eine Argumentation, der wir nun schon lange nicht mehr folgen können. Insofern denke ich, es wird gemacht, was geht, solange die Bürger nicht aufschreien. Und deswegen hat die AfD ja auch eine Bargeldkampagne gestartet. Bargeld lacht heißt diese Kampagne. Im Wahlkampf in Mainz, relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit gestartet. Es gibt eine Webseite www.bargeld-lacht.org. Da machen wir momentan nicht so wahnsinnig viel, außer einen Teil der Informationen zu verbreiten, die ich heute Abend hier auch angerissen habe. Es gibt aber auch Flyer und wir werden diese Aktion weiterführen. Wir stellen gerade hier in Sachsen fest, dass uns die Broschüren zu diesem Thema wirklich aus der Hand gerissen werden. Wir kommen mit Nachdrucken gar nicht so schnell hinterher. Und als ich gehört habe, dass es gab heute in der Zeitung in Dresden aus den Nachrichten, dass sächsische Bürger vermehrt jetzt Tresore bei den Banken nachfragen, um ihr Geld vom Konto abzuheben und es wahrscheinlich in der gleichen Bank in den Tresor zu legen, dann sehen Sie auch, dass das jetzt nicht unbedingt ein Effekt unserer Kampagne ist, dafür ist viel zu wenig beworben worden, sondern offensichtlich die Meldungen, die man eben in diversen Medien lesen kann, über die fortschreitende Bargeldeinschränkung zu genau den gleichen Gedanken bei Bürgern gegenüber uns. Und das scheint ja wohl denkende Wesen unterwegs zu sein. Und deswegen sollten wir vielleicht, ähnlich wie bei anderen Themen, die plötzlich im Bewusstsein der Öffentlichkeit hochgekommen sind, wie damals die Initiative gegen die Privatisierung der Wasserversorgung, sollten wir auch beim Bargeld dafür sorgen, dass europaweit Bürger sich gegen diese Art der Einschränkung zu wehren setzen.